Ich muss meine komplette Wäsche, also alles, was zumindest... Arbeitswäsche, nur Arbeitswäsche. Also alles, was irgendwie bei der Arbeit getragen wird, also auch meine sexy Unterwäsche, muss ich selbst waschen, weil meine Frau das nicht bei ihren guten Klamotten mithaben will in der Maschine. Ist das auch verständlich, weil da ja doch viel Kuhscheiße und Haare und allen anderen möglichen Bakterien, Fettöl, Diesel dran ist. Und er sagt immer, stell's mir dahin, damit ich drüber stolper. Und was macht er? Einen riesengroßen Ausfallschritt und steigt da drüber. Das hat mir auch schon, ne, mein Schatz? Ich kann dich ganz schlecht verstehen. Ja, ja. Also heute sollen's 38 Grad werden, beim einen Wetterbericht, beim anderen 36 Grad. Fürs Heu, das wir jetzt liegen haben, sehr gut. Für uns als Menschen, für die Tiere, absolute Katastrophe. Die Feuerwehr hat auch schon angerufen, ich soll das Güllefass voll Wasser machen, falls mal Waldbrand oder Flächenbrand ist. Also Hitzestress. Deshalb werden wir jetzt eigentlich nur vormittags schnell alles fertig machen und dann ab Nachmittag Siesta machen. Ich kann Hitze gar nicht ab, auch gerade wenn so Luft so steht. Und ja, und die Hunde brauchen nur Schatten und Wasser, wie man sieht. Also heute nutze ich mal die Gelegenheit bei dem Wetter, mal im Schatten einfach mal mit den Tieren sich ein bisschen zu entspannen, aber halt auch das zu nutzen für die Fellpflege. Jetzt kommt auch noch hinzu, dass der Kindergarten zu hat für 3 Wochen. Das heißt, wir haben jetzt auch beide Kinder hier. So richtig, richtig arbeiten ist halt nicht drin mit den Kindern. Ich würde jetzt auch neben gerne lieber im Freibad sitzen und ein Eis essen. Aber es geht halt nicht. Also wenn ich könnte, würde ich viel mehr machen mit meiner Familie oder irgendwie auch mal mit Kumpels irgendwas machen, aber es geht halt nicht. Und man sieht ja auch immer andere Väter oder auch meine Kumpels, die dann einfach mal eine Woche in Urlaub fahren, spontan. Oder einfach mal 2 Tage an der Nordsee oder sowas. Oder einfach mal Eis essen auf dem Nachmittag. Das kann ich halt alles nicht. Also da bin ich schon auch ein Stück neidisch. Aber letztendlich sind die manchmal auch sehr neidisch auf mich. Also gerade die im Büro sitzen, die würden gerne jeden Tag draußen arbeiten. Und nicht jeder kann seine Familie mit zur Arbeit nehmen. Also ich habe meine Familie ja immer irgendwie um mich, auch wenn ich arbeite. Und das können die meisten eben nicht in ihrem normalen Bürojob, sag ich mal. Aber es ist schon manchmal schwierig. Also mir tut das auch leid irgendwo für die Kinder und Jenny, dass ich halt nicht sowas machen kann. Ich schwitze schon, ja. Also ich könnte schon Schlüpper wechseln jetzt. Das ist echt Katastrophe. Ich gucke jetzt nochmal, wie feucht das ist. Also so wäre jetzt eigentlich eine gute Grassilage. So von der Feuchtigkeit her. Silage heißt im Endeffekt, dass man das Gras halt nicht zu 100% trocken einfährt, sondern bei 40-30% Trockenmasse einfährt, also dass man immer noch einen Restfeuchtegehalt hat. Und das fährt man dann halt in Berg, also diese typischen Siloberge mit den Reifen drauf, das sind die Silageberge. Und die gären dann eben, das ist die Umsetzung. Und beim Heu trocknet man die Nährstoffe durch Sonne. Das ist so der Unterschied. Das wäre jetzt eigentlich eine gute Grassilage. Aber das dürfen wir ja nicht machen. Sonst wären wir nicht als Heumilch betriebszertifiziert. Ich habe Sonntagabend nach dem Melken habe ich es gemäht. Und dann habe ich Montagmorgen gleich das erste Mal gewendet. Und jetzt haben wir Dienstag, jetzt das zweite Mal. Und morgen dann auch noch mal irgendwann vormittags. Und morgen Nachmittag, abends wollen wir es eigentlich schon pressen. Also weil bei den Temperaturen da sollte es eigentlich relativ schnell gehen.
So, ich will jetzt mal hier die drei neuen Kälber kennzeichnen mit den wunderschönen Ohrmarken. Der hier ist jetzt ein Tag alt, der ist zwei Tage alt. Die ist zwei Tage alt und der Kollege ist drei Tage alt. Dem Veterinären ist es eigentlich lieb, wenn man die Ohrmarken schon in der Kuh einkneift. Also sobald die Fruchtblase geplatzt ist, eigentlich Ohrmarken rein, damit das Kalb gleich mit Ohrmarke rauskommt. So wollen die das eigentlich haben. Aber das machen wir nicht. Das hier sind jetzt die Ohrmarken. DE für Deutschland, 03 ist das Bundesland, 643 die Gemeinde. Und das ist so eine interne Betriebsnummer. Hier haben wir das Geburtsdatum. Dann haben wir einmal den Rassenschlüssel. Hier ist es Schwedisch Rotbund mal Schwedisch Rotbund, also Mutter mal Vater. Und 64 ist die Mutter mit der Halsbandnummer und Hansi ist der Name von dem Bullen. Du hast dich ja schon perfekt draußen hingelegt. Rinder können schwitzen. Die schwitzen am meisten hier oben auf dem Rücken. Aber die versuchen sich halt eben mit, einfach mit Schatten und Wind irgendwie abzukühlen. Also klar kühlt der Schweiß auch ein bisschen. Aber das ist jetzt nicht so ein System wie bei Menschen. Die brauchen eigentlich wirklich Schatten, viel Wasser und Wind. So, komm her, Mucki. Achtung! Das tut insofern weh, als wenn sich ein vierjähriges Mädel ihre ersten Ohrlöcher stechen lässt. Also man muss jetzt nicht irgendwie da extra sedieren oder Schmerzmittel zugeben. Das tut einmal kurz weh, das sticht einmal kurz und dann ist auch schon wieder vorbei. Also bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. So, Mucki. Komm mal raus. So. Achtung. Guck, das war's schon. Schick. Ja, das war ideal. Jetzt haben wir hier so eine kleine Stanzprobe. Da ist eine Hautprobe drin. Und die geht jetzt ins Labor und wird auf einen bestimmten genetisch übertragbaren Virus untersucht. So, das war's. Schick. So ein kleiner Tick von mir, dass immer rechts die Ohrmarke ist, wo die Mutter mit dem Namen draufsteht. Weiß ich nicht. Hat auch nichts mit Aberglaube zu tun, aber irgendwie, ich mach das immer rechts irgendwie. Wenn die dann vor der Tür stehen, so in einer Reihe und alle gucken dich irgendwie an und alle haben rechts so dasselbe, also das heißt dasselbe, aber die Mutter und den Namen. Weiß ich nicht, kleiner Tick. So, du Bagalude. Komm mal raus hier. Einmal noch. Dann bist du durch. Halt. Halt mal kurz still. So, das war's. Aber das Beste ist echt, du machst ab 11 Uhr eigentlich gar nichts mehr, gehst nachmittags zum Melken und kannst dann lieber, wenn die Sonne ein bisschen untergegangen ist und ein bisschen abgekühlt ist, auf nur 25 Grad, dann kannst du lieber was machen. Hell ist ja auch lange im Sommer, wie die Mexikaner oder die Spanier. Erzähl doch mal, was macht ihr bei so einer Hitze, Wärme, am schlimmsten Fall, so wie heute, ohne Wind, ohne Wolken? Wie kühlt ihr euch ab? Was macht ihr, wenn ihr auch arbeiten müsst, so wie wir? Schreibt es doch mal einfach in den Kommentaren. Ich weiß gar nicht, wo die alle pennen. Ich glaube, 18 Leute kommen. Was? Wir bauen einen neuen Zaun. Wenn ihr Lust bekommen habt, noch mehr zu gucken, dann schaltet doch einfach wieder ein.
mal gucken, ob sich schon jemand irgendwie ein Bein abgesenzt hat oder so.